Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 127. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Auf der Besuchertribüne darf ich den Generalkonsul der Republik Türkei, Herr Erdem Tunçer, sowie Frau Vizekonsulin Büsra Sari hier im Hessischen Landtag herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Am 1. Februar 2023 ist Herr Dr. Günther Simon verstorben. Der ehemalige Abgeordnete der SPD wurde am 6. Dezember 1940 in Gießen geboren. Er studierte nach dem Abitur Rechtswissenschaften und schloss das Studium nach dem zweiten Staatsexamen mit seiner Promotion zum Dr. Jur 1969 ab. Nach 3 Jahren Tätigkeit in der Kriegsopferverwaltung des Landes Hessen wechselte er als persönlicher Referent von Dr. Horst Schmidt ins Sozialministerium. Daran anschließend wirkte er als Bürgermeister von Egelsbach und als erster hauptamtlicher Kreisbeigeordneter im Kreis Herzfeld-Rotenburg, bis er von 1982 bis 1995 4 Wahlperioden lang als Abgeordneter dem Hessischen Landtag angehörte. Herr Dr. Simon war Mitglied im Ältestenrat, im Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes, im Untersuchungsausschuss zur Nachprüfung der Staatshaushaltsrechnung, im Haushaltsausschuss, im Ausschuss für Gleichberechtigung und Frauenfragen und im Ausschuss für Wirtschaft und Technik. Ein Schwerpunkt war seine Arbeit im Sozialpolitischen Ausschuss bzw. Ausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit, dessen Vorsitz er 4 Jahre lang innehatte. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie. Wir werden dem Verstorbenen in Ehren des Andenken bewahren. Wir gedenken heute eines weiteren Menschen, was uns emotional besonders schwer fällt. Denn ein Platz in den Reihen der aktiven Abgeordneten bleibt heute leider unbesetzt. Der Platz von Ismail Tippi. Die Nachricht vom Tod unseres Kollegen hat uns sehr betroffen und traurig gemacht. Ismail Tippi starb am 3. Februar nach schwerer Krankheit im Alter von nur 64 Jahren. Mit ihm verliert der Hessische Landtag einen über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinaus beliebten und geschätzten Abgeordneten und viele hier im Haus, so wie ich persönlich, auch wir verlieren einen guten Freund und langjährigen politischen Weggefährten. Ismail Tippi ist viel zu früh von uns gegangen. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke, auch hier bei uns im Hessischen Landtag. Ismail Tippi wurde am 3. Januar 1959 im türkischen Izmir geboren und kam als 12-Jähriger nach Deutschland, wo er nach dem Fachabitur Maschinenbau studierte und ein journalistisches Volontariat absolvierte. Anschließend war er viele Jahre als Journalist für türkischsprachige und deutsche Zeitungen tätig. Seit dem Jahr 2010 gehörte er bis zu seinem Tod dem Hessischen Landtag als Mitglied der CDU-Fraktion für den Wahlkreis Offenbach-Land II an. Er war Schriftführer im Ältestenrat, Mitglied im Europaausschuss, im Sozialpolitischen Ausschuss, im Rechts- und Integrationsausschuss sowie in den Enquetekommissionen Migration und Integration in Hessen und Kein Kind zurücklassen, Rahmenbedingungen, Chancen und Zukunft schulischer Bildung in Hessen. Zudem gehörte er seit dieser Legislaturperiode dem Hauptausschuss an. Hervorheben möchte ich auch sein langjähriges kommunalpolitisches Wirken als Stadtverordneter in seiner Heimatgemeinde Heusenstamm und als Mitglied des Kreistages des Landkreises Offenbach. Wir verlieren mit Ismail Tippi einen Abgeordnetenkollegen, der sich mit viel Leidenschaft sozial- und integrationspolitischen Themen verschrieben hatte. Mit großem Mut und Engagement trat er allen Formen des Extremismus entgegen und war als Person und in seinem Wirken ein Vorbild für die Versöhnung sowie ein friedliches Miteinander der Religionen. Seine Verlässlichkeit und seine Gradlinigkeit haben ihn zu einem fraktionsübergreifend geachteten Mitglied dieses Hauses gemacht. Wir werden Ismail Tippi sehr vermissen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit seiner Frau, seiner Familie und seinen Angehörigen. Sie haben sich zu Ehren der Verstorbenen von ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen.
Viele Kondolenzbekundungen zum Tod von Ismail Tipi haben auch die Fraktion der CDU erreicht. Daher hat diese das zur Übergabe an die Familie vorgesehene Kondolenzbuch nun in der Lobby hinter dem Plenarsaal gegenüber von Raum 122M ausgelegt. So haben auch die Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen, wenn sie dies wünschen, die Möglichkeit, ihre Anteilnahme auf diesem Weg auszudrücken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am frühen Morgen des 6. Februar ereignete sich eines der schwersten Erdbeben der vergangenen Jahrzehnte in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien, gefolgt von mehreren Nachbeben. Bereits die ersten Meldungen aus der betroffenen Region ließen das Ausmaß der Katastrophe erahnen. Doch mit jedem Tag kamen und kommen leider noch immer neue Schätzungen über die stetig steigende Zahl der Toten und Verletzten. Mittlerweile müssen wir davon ausgehen, dass mehr als 35.000 Menschen ihr Leben verloren haben und mehr als 85.000 verletzt wurden. Weder diese Zahlen noch die schrecklichen Bilder zerstörter Städte und Häuser, die uns tagtäglich erreichen, können das tatsächliche Leid einfangen und begreifbar machen, das die Betroffenen vor Ort ertragen müssen. Auch wenn in den letzten Tagen noch vereinzelt Menschen aus den Trümmern gerettet werden konnten, ist die Hoffnung, weitere Überlebende zu bergen, geschwunden. Erst allmählich begreifen wir, dass nach der eigentlichen Katastrophe eine zweite droht, da die Versorgungslage in der Region, deren Infrastruktur fast völlig zerstört wurde, äußerst angespannt ist. Internationale Hilfe, unter anderem aus Deutschland, auch aus Hessen, wurde zwar schnell bereitgestellt, doch sowohl die kurz- als auch die langfristigen Bedarfe und Folgen für die Region können wir gegenwärtig noch nicht absehen. Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass wir heute als Parlament den Blick auf diese betroffene Region richten und gemeinsam der Opfer dieser Katastrophe gedenken. Uns alle macht dieses Unglück sehr betroffen, aber meine und unsere Gedanken sind in dieser Situation vor allem bei denjenigen, die Angehörige, Freunde und Bekannte verloren haben oder noch mit der Ungewissheit hinsichtlich deren Schicksale leben müssen. Auch viele Menschen in Hessen trauern und bangen in diesen Stunden mit ihren Familien und Freunden im Katastrophengebiet. Ihnen möchte ich an dieser Stelle versichern: Wir fühlen mit Ihnen, wir teilen in diesen schweren Stunden Ihren Schmerz und hoffen zugleich auch mit Ihnen, dass in den Fällen, in denen Ungewissheit herrscht, uns positive Nachrichten erreichen werden. Unsere Solidarität und unsere Freundschaft mit den Menschen in den betroffenen Regionen in der Türkei und in Syrien verpflichten uns, humanitäre Hilfe zu leisten und nach den Rettungs- und auch die Räumungs- und Wiederaufbauarbeiten zu unterstützen. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Helferinnen und Helfern sowie den zahlreichen Menschen in unserem Land, die in den vergangenen Tagen bereits privat für die Unterstützung der Hilfe vor Ort gespendet haben. Dies ist ein eindrucksvolles und wichtiges Zeichen der Verbundenheit und des Zusammenstehens in dieser schwierigen Situation. Sehr geehrter Generalkonsul Tunçer, sehr geehrte Frau Vizekonsulin Sari, ich möchte Ihnen an dieser Stelle im Namen aller Abgeordneten versichern, dass wir in dieser schwierigen Situation Ihrem Land solidarisch zur Seite stehen. Und ich möchte Ihnen sehr herzlich danken, dass Sie heute zu uns in den Hessischen Landtag gekommen sind, um mit uns den Opfern der Katastrophe zu gedenken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mir hat der hessische Ministerpräsident mitgeteilt, hierzu eine Erklärung abgeben zu wollen. Zwischen den Fraktionen ist vereinbart, dass auch diese im Anschluss hier zu sprechen werden. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Rhein, Sie haben das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Generalkonsul Tunçer, Frau Vizekonsulin, es sind herzzerreißende Bilder und Nachrichten, die uns in den vergangenen Tagen aus der Türkei und Syrien erreicht haben. Ein 16-jähriges Mädchen, das 80 Stunden nach dem Erdbeben aus den Trümmern gerettet wird, es gleicht nahezu einem Wunder. Babys, die aus zusammengefallenen Häusern geborgen werden, und Jubel über erfolgreiche Rettungsaktionen trotz blanker Not und Verzweiflung. Es sind Zeichen der Hoffnung nach einer unfassbaren Katastrophe. Die schrecklichen Bilder aus den betroffenen Regionen berühren und bestürzen uns zutiefst. Das, was geschehen ist, ist kaum zu begreifen. Wir sprechen über ein Gebiet so groß wie Deutschland und über wahrscheinlich mehr als 35 Tote. Die Tendenz ist täglich steigend. Und das ist die Dimension dieser furchtbaren Katastrophe, die sich ereignet hat.
Die Folgen des Erdbebens sind unermesslich. Die Zahl der Toten ist unvorstellbar hoch. Und die Überlebenden leiden. Sie sind verletzt, sie stehen unter Schock. Sie sehen sich angesichts der zerstörten Städte einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt. Die Menschen trauern und die Menschen haben natürlich auch Angst. Herr Generalkonsul Tuncer, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mit Frau Vizekonsulin heute zu uns gekommen sind, heute bei uns sind. Und ich möchte wiederholen, was ich gestern bei meinem Besuch bei Ihnen in Frankfurt gesagt habe. Wir trauern mit Ihnen, wir fühlen mit Ihnen, Hessen trauert. Ganz besonders hier in Hessen hat niemanden dieses Ereignis unberührt gelassen. Wir hier in Hessen haben eine ganz besondere Beziehung zur Türkei. Menschen, die aus der Türkei zu uns gekommen sind, sie haben Hessen enorm bereichert. Und sie haben Hessen in vieler Hinsicht, in vielerlei und vielschichtiger Hinsicht, vor allem auch kulturell geprägt. Sie sind unsere Freunde, sie sind unsere Nachbarn, sie sind unsere Arbeitskollegen, sie sind auch Partner und Ehepartner geworden. Unser Land wäre ohne türkische Zuwanderer nicht vorstellbar und in jeder Hinsicht ärmer. Und in unserem Lande leben viele, die persönliche Beziehungen und Bezüge in die Region haben. Sie sorgen sich um die Menschen, die ihnen nahestehen. Sie sorgen sich auch um die Städte und die Dörfer, die sie kennen. Und auch ihnen gilt unser Mitgefühl hier in Hessen. Hessen steht in dieser Zeit an der Seite der Türkei. Und wir werden in dieser schwierigen Lage mit allem helfen und unterstützen, was möglich ist, damit die Menschen in ihrer Heimat bleiben können. Während in der Anfangsphase vorrangig Einheiten zur Bergung und Menschenrettung erforderlich gewesen sind, werden nunmehr vor allem Hilfsgüter zur Unterbringung, zur Betreuung und zur medizinischen Versorgung der Menschen vor Ort benötigt. Viele hessische Einsatzkräfte sind ohne Zögern direkt in die Katastrophengebiete aufgebrochen, um vor Ort ganz konkret Hilfe zu leisten. Ein Beispiel dafür sind die rund 50 Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks, davon viele aus Hessen, die seit vergangenem Mittwoch verschüttete Menschen orten und Menschen retten. Sie riskieren dafür auch ihre Gesundheit. Und ich will das sehr ausdrücklich auch hier im Hessischen Landtag sagen. Ich danke den mutigen Helferinnen und Helfern ganz ausdrücklich für diesen selbstlosen Einsatz. Und Hessen unterstützt auf ein über das EU-Katastrophenschutzverfahren gestelltes Hilfeleistungsersuchen der Türkei ganz konkret mit Zelten, mit Zeltheizungen, mit Feldbetten und mit Schlafsäcken in einem Gesamtwert von einer Dreiviertelmillion Euro aus dem Bestand des hessischen Katastrophenschutzes, und zwar ad hoc. Und das ist es auch, was Herr Generalkonsul Tuncer mir als das derzeit am dringendsten Notwendige geschildert hat. Gestern wurden diese Hilfsgüter bereits vom Deutschen Roten Kreuz Hessen, vom Hessischen Katastrophenschutzzentrallager in Wetzlar zum Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen transportiert. Und von dort aus gehen die Hilfsgüter noch heute mit Bundeswehrmaschinen direkt in die Türkei. Darüber hinaus bereitet Hessen aktuell ein Hilfeleistungsangebot von Medikamenten, Medizingeräten und Verbrauchsartikeln vor. Und hierzu hat das Hessische Sozialministerium eine Abfrage bei hessischen Krankenhäusern und Rettungsdienstträgern gestartet. Die Sammlung wird in Hessen zentral durch die Johanniter Unfallhilfe Rhein-Main koordiniert. Und anschließend werden die Medizinprodukte der Türkei angeboten und der Transport dann in die Türkei koordiniert. Und auch das will ich erwähnen. Die Hilfsbereitschaft in der hessischen Bevölkerung ist wirklich überwältigend. Viele Bürgerinnen und Bürger helfen mit Geldspenden, sie helfen mit Sachspenden, und auch Ihnen will ich ein ausdrückliches Dankeschön sagen. Meine Damen und Herren, all unsere Hilfe macht aber nichts ungeschehen, doch kann sie Folgen lindern. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und ich wünsche mir sehr, dass wir mit unserer Unterstützung den Überlebenden in dieser schlimmen Zeit neue Hoffnung geben können, dass sie merken, sie sind nicht allein.
Und insoweit sage ich auch das sehr deutlich, unsere aufrichtige Anteilnahme gilt natürlich all jenen, die durch die furchtbare Naturkatastrophe einen geliebten Menschen verloren haben. Unsere Gedanken sind bei ihnen und wir trauern mit ihnen. Sichtbares Zeichen unseres tiefen Mitgefühls haben wir am vergangenen Freitag landesweit Trauerbeflaggung angeordnet. Allen Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung. Aber auch das ist klar, Normalität ist nach einer solchen Katastrophe nicht vorstellbar. Wir wünschen allen betroffenen Menschen dennoch von ganzem Herzen die Kraft, diese schreckliche Zeit zu überstehen, die fürchterlichen Erlebnisse zu überwinden und sich trotz allem der Zukunft mit neuer Zuversicht zuzuwenden. Es war mir sehr wichtig, Herr Generalkonsul, meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen darzulegen, dass uns allen vollkommen klar ist, dass wir helfen müssen, dass wir helfen können und dass es auch ganz konkrete und auch dienliche Hilfe aus dem Lande Hessen geben wird und dass das selbstverständlich für uns eine Daueraufgabe ist und dass wir uns in dieser Verpflichtung auch selbstverständlich sehen und diese Verpflichtung als eine Verpflichtung des gesamten Landes empfinden. Lieber Herr Generalkonsul, bitte richten Sie auch den Landsleuten in der Türkei aus, dass der Hessische Landtag, dass die Hessische Landesregierung sich mit der Naturkatastrophe und mit den Folgen der Naturkatastrophe nicht nur auseinandersetzt, sondern in Gedanken, aber auch in Taten bei Ihnen ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Als erstem Redner der Fraktionen darf ich dem Fraktionsvorsitzenden der SPD-Fraktion, Herr Günther Rudolph, das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Generalkonsul, wenige Tage vor dem Erdbeben in der Türkei haben wir uns ausgetauscht, haben über anstehende Dinge geredet, ohne zu ahnen, dass das, was wir miteinander besprochen haben, im Verhältnis zu den großen Herausforderungen, die jetzt auf die Türkei, aber auch auf Syrien zukommen, das bei Weitem überschreitet. Bundeskanzler Olaf Scholz hat am 8. Februar im Deutschen Bundestag gesagt, den Bürgerinnen und Bürgern für die Hilfsbereitschaft gedankt und unverzügliche Hilfen zugesagt. In Katastrophen wie dieser müssen wir zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen. Und die Naturkatastrophe in der Türkei und Nordwestsyrien ist eines der größten Katastrophen der letzten 100 Jahre. Der Ministerpräsident hat die Zahlen genannt. Wir wissen nicht, ob es endgültige Zahlen sind. 35.000 Menschen, die tot sind, 35.000 Einzelschicksale, die die Familienangehörigen betreffen. Und deswegen, Herr Generalkonsul, stellvertretend für Sie als Repräsentant der Türkei, möchten wir unsere Trauer und Anteilnahme ausdrücken. Das, was die Menschen dort in dieser Region erleben müssen, wird sie noch über viele Zeit begleiten. Ja, Deutschland hat schnell gehandelt. Die Bundesebene, die Länder haben gemeinsam Menschen entsandt, haben Hilfstrupps entsandt, haben Hilfsgüter auf den Weg gebracht, haben Erstversorgung versucht zu helfen. Und wir sagen auch ein herzliches Dankeschön den Frauen und Männern im THW stellvertretend und den anderen vielen Hilfsorganisationen. Und wenn wir vor wenigen Tagen die Bilder im Hessischen Rundfunk gesehen haben, wie die THW-Helfer glücklich waren, jemanden zu retten, der mehrere Tage praktisch unter Trümmern lag und dann nach wenigen Stunden die Mitteilung aus dem Krankenhaus kam, diese Person ist verstorben, wie erschüttert diese Menschen war, dann zeigt es, was auch an Belastungen für diejenigen vorhanden ist, die dort zur Hilfe für andere sich einsetzen. Diese posttraumatischen Belastungen dürfen wir nicht unterstützen. Auch diese Menschen brauchen nach der Rückkehr nach Deutschland unsere Unterstützung und vor allem auch unsere Hilfe. Und deswegen, das, was in der Türkei, in Nordwestsyrien passiert ist, ist schrecklich für die Menschen. Jetzt geht es darum, die humanitären Folgen zu mildern, das Land wieder aufzubauen, die medizinische Versorgung sicherzustellen, und dabei deutlich zu werden, dass wir eine große Welle der Hilfsbereitschaft von vielen Ländern haben. Das ist ein gutes Signal. In einer Region, und ich sage das mal für den Bereich Nordwestsyrien, die ohnehin schon besonders betroffen sind von dem Krieg seit vielen, vielen Jahren. Und wo etwa die Hilfsmaßnahmen so nicht greifen können wie in der Türkei.
Das hat noch einmal der Vertreter der UN sehr deutlich gemacht, dass man mit den Hilfskonvois nicht durchkommt, dass man keine Ansprechpartner vor Ort hat. Und das ist ein Punkt, der macht uns noch einmal zusätzlich betroffen und zeigt, wie brutal dieser Krieg ist und der selbst auf solche Naturkatastrophen keine Rücksicht nimmt und dass dann immer noch Menschen versuchen, politisches Kapital daraus zu schlagen. Ja, es ist gut, dass in unseren Wertvorstellungen die Solidarität und die Menschlichkeit an erster Stelle geht. Diese Naturkatastrophen kommen leider immer wieder vor, in einem unvorstellbaren Ausmaß. Und deswegen gilt unser Dank und der Anerkennung all den Menschen, die helfen, nicht nur in Deutschland, innerhalb der Europäischen Union, aber auch weltweit. Und ich will auch sagen, dass manchmal kleine Maßnahmen helfen können. Die Bundesebene hat jetzt gesagt, wir machen eine vereinfachte Visaerteilung für die Menschen möglich, die zu Angehörigen nach Deutschland kommen können. Ja, da werden Menschen, die Hab und Gut verloren haben, die Angehörige nach Deutschland kommen. Und das muss auch möglich sein. Und ich hoffe nicht, dass bestimmte politische Kräfte daraus auch noch Honig saugen und das wieder instrumentalisieren. Ich finde, das ist ein Gebot der Mitmenschlichkeit und der Humanität. Und es ist ein gutes und richtiges Signal, wenn wir uns gemeinsam um solche Menschen kümmern und ihnen wenigstens ein bisschen Hoffnung und Zuversicht geben können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist es nicht die Frage der parteipolitischen Auseinandersetzung. Und das habe ich auch nicht feststellen können in den letzten Jahren. Es zeigt, dass die internationale Gemeinschaft in der Lage ist, auf solche Herausforderungen zu reagieren. Und deswegen, Herr Ministerpräsident, stellvertretend auch an die Menschen hier im Lande, für die Sie Verantwortung tragen als Exekutive, ein herzliches Dankeschön für all die, die helfen. Viele Menschen, die aus der Türkei kommen oder hier in zweiter, dritter Generation leben, leiden. Sie haben Angehörige in der Türkei. Das sind ja nicht Schicksale, die wir in der Tagesschau sehen, sondern die wir hautnah erleben in unserer Mitte. Und deswegen ist die Betroffenheit groß, aber gleichzeitig ein Signal der Hoffnung, dass wir bereit sind zu helfen. Und wenn wir uns dieses Elend, diese Katastrophe anschauen, relativiert sich vielleicht auch die ein oder andere die Diskussion, die wir die nächsten drei Tage in diesem Landtag führen. Es gibt Menschen, die haben andere Sorgen und Nöte. Und ich finde, wenn wir in solchen Momenten als Demokraten zusammenstehen, anderen zu helfen, geben wir etwas zurück. Denn wir als Deutsche haben nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Unterstützung von vielen anderen bekommen. Und deswegen Respekt und Anerkennung für diejenigen, die anderen helfen. Jetzt geht es darum, wieder die Folgen dieser Naturkatastrophe aufzuarbeiten und Syrien, Nordwestsyrien und die Türkei, den Menschen dort zu helfen, dass sie dort ihr Zuhause haben und auch in eine Zukunft blicken, die sie dann wieder hoffnungsfroh stimmt. Der Verlust von Angehörigen, den werden wir nicht ausgleichen können, aber wir können eine Hoffnung für die Zukunft geben. Das zeichnet uns aus. Mitmenschlichkeit, Dank und Anerkennung, das ist das Respekt, das ist der Respekt und das ist das Zeichen, das wir in diesen Minuten aus dem Hessischen Landtag setzen können. Und deswegen vielen Dank für alle, die helfen. Und Mut, Kraft und Zuversicht für diejenigen, die dieses Land dann wieder aufbauen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Wagner, Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, Herr Generalkonsul, Frau Vizekonsulin, meine Damen und Herren. Seit Montag vergangener Woche erreichen uns die Nachrichten von dem schrecklichen Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Mit jedem Tag wird das ganze Ausmaß dieser Katastrophe sichtbar und das unfassbare Leid deutlicher. Viele Menschen haben von einem Tag auf den anderen alles verloren. Familienmitglieder und Freunde sind umgekommen. Mit jeder Stunde schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Die Menschen hatten eben noch ein Leben und im nächsten Moment stehen sie vor den Trümmern ihrer Existenz. Ohne Wohnung, ohne Dach über dem Kopf. Es sind grauenvolle Bilder, die wir dort sehen. Menschen graben teilweise mit bloßen Händen, um noch Überlebende in den Trümmern zu finden.
Manchmal gibt es dann diese Glücksmomente, wo noch jemand gerettet werden kann, aber immer häufiger kommt jede Hilfe zu spät. Es sind Ereignisse wie dieses furchtbare Erdbeben in der Türkei und in Syrien, in denen all die weltpolitischen Fragen, all die Auseinandersetzungen in den Hintergrund treten und keine Rolle mehr spielen sollten. Denn in diesen Momenten wird uns allen klar, wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen, die in einer so grauenvollen Situation auf die Hilfe und die Solidarität von anderen Menschen angewiesen sind. Und weil das so ist, sagen wir als Hessischer Landtag in dieser Debatte, wir trauern mit den Menschen in der Türkei und Syrien. Wir stehen fest an ihrer Seite, um diese Situation zu bewältigen. Wir fühlen mit ihnen in ihrem Leid und in dieser schwierigen Situation. Wir sagen das auch, weil wir wissen, dass viele Menschen in unserem Land leben, die Familie, die Angehörige, die Freunde in der Türkei und in Syrien haben. Ihre Sorge ist auch unsere Sorge. Wir stehen zusammen als Menschen, die die schrecklichen Bilder sehen, die das Leid sehen und die den in Not geratenen Menschen helfen wollen. Die Trauerbeflaggung an öffentlichen Gebäuden in der vergangenen Woche war ein Ausdruck dieser Solidarität. Und wir haben auch vom ersten Tag an geholfen. Wir haben unmittelbar, oder das Technische Hilfswerk und andere Hilfsorganisationen haben sich unmittelbar auf den Weg gemacht, um vor Ort anzupacken und Menschenleben zu retten. Viele Menschen in unserem Land sammeln Hilfsgüter oder Spenden für die Hilfsorganisationen. Meine Damen und Herren, all diesen Menschen, die sich um andere Menschen verdient gemacht haben, die anderen Menschen in dieser schrecklichen Situation geholfen haben, möchte ich ganz herzlich danken. Unsere Hilfe, unsere Solidarität muss und wird weitergehen. Die betroffenen Menschen brauchen Notunterkünfte. Sie brauchen warme Kleidung und Decken. Sie brauchen sauberes Trinkwasser und Lebensmittel. Sie brauchen medizinische Versorgung. Sie brauchen Schutz vor dem Ausbruch von Krankheiten. Sie brauchen schlicht und ergreifend alles, um in dieser schrecklichen Situation über die Runden kommen zu können. Was wir von Hessen aus tun können, werden wir tun. Und wir appellieren an alle Verantwortlichen in der Türkei und in Syrien, dass die Hilfen gerecht verteilt werden und wirklich allen zugutekommen. Es darf keine Rolle spielen, aus welcher Region Menschen kommen. Es darf keine Rolle spielen, ob sie Kurden sind, ob sie Aleviten sind. Und es darf keine Rolle spielen, ob sie für oder gegen das Regime in Syrien sind. Sie alle sind Menschen. Sie allen brauchen Hilfe. Und wir stehen weiter fest an der Seite der Menschen in unserem Land, die Wurzeln in der Türkei haben, die Wurzeln in Syrien haben. Auch ihnen wollen wir weiter beistehen, auch ihnen wollen wir weiter helfen. Das vereinfachte Visumsverfahren ist da ein Beitrag, mit dem man Angehörige aus der Türkei, aus Syrien, aus dieser schrecklichen Situation herausholen kann, sie zu ihren Familien nach Deutschland holen kann. Auch das ein Beitrag, den wir leisten können, um den Menschen in der Türkei und in Syrien zu helfen und um den Menschen hier in Hessen diese Situation etwas leichter bewältigbar zu machen. Und weil es in dieser Woche auch eine Rolle spielen wird in den Debatten des Hessischen Landtages, es wird nicht in das Krisengebiet von Hessen abgeschoben. Abschiebungen in das Krisengebiet finden selbstverständlich nicht statt. Meine Damen und Herren, angesichts des Leids und der Not der Menschen in der Türkei und in Syrien rücken wir zusammen. Solidarität, Hilfe und Menschlichkeit sind das Gebot der Stunde. Dazu leisten wir von Hessen sehr gerne unseren Beitrag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.